Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eigengrau und heute geht es um den Sommer. Mit der derzeitigen Hitze dachte ich, es wäre ein ganz cooles Thema, mit euch über den Sommer und den Frühling und die Sonne und das schöne Wetter zu reden. Denn, und jetzt schlagt mich nicht, ich bin kein Fan davon. Ich bin eindeutiger Herbst- und Wintermensch und ich fühle mich relativ unwohl, wenn es warm wird, wenn es Frühling wird und besonders, wenn dann Sommer ist. Und das scheint eine sehr unpopuläre Meinung zu sein. Und ich komme mir immer so vor, dass ich ein bisschen komisch angeguckt werde und Leute mich irgendwie dann doof finden oder irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich manchmal ein bisschen angegriffen und traue mich dann nicht zu sagen, dass ich den Sommer nicht mag, weil gefühlt alle Menschen auf der Welt den Sommer mögen, nur ich nicht. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die auch nicht so die Sommerfans sind. Und deswegen dachte ich, ich teile mit euch mal meine Top 5 Gründe, wieso ich kein Sommerfan bin. Und damit das nicht so ein super negatives Video wird, dann auch noch meine Top 5 Gründe, wieso der Sommer auch für jemanden, der nicht so der Sommerfan ist, eigentlich ganz schön sein kann. Ich habe diese Liste nicht vorbereitet. Ich möchte das jetzt ganz spontan machen, weil ich habe in letzter Zeit sowieso mich mit vielen Leuten darüber unterhalten. Deswegen hoffe ich, fluppt das sofort. Bei den negativen Sachen wird es mir nicht so schwer fallen. Und ich fange direkt mal mit der ersten und offensichtlichsten Sache an. Und das ist die Sonne und die Hitze. Ich hasse es, wenn es so richtig heiß ist und man ist so schwitzig und klebrig und irgendwie fühlt man sich so unwohl. Und wenn man so die Beine übereinander schlägt, dann klebt alles. Und wenn man sich auf den Stuhl sitzt, dann klebt man am Stuhl fest. Und wenn man irgendwie mal im Bus oder draußen oder irgendwen so mit dem Arm im Vorbeigehen aus Versehen berührt, dann ist sofort so kleben, Schweiß, andere Menschen will ich nicht. Und das Schlimmste an der Sache ist, man findet auch irgendwie gar keine Erlösung von dieser Hitze. Man kann zwar mal irgendwie unter die kalte Dusche springen oder mal ein Eis essen oder, keine Ahnung, schwimmen gehen oder so, aber das ist alles nur so temporär. Und am allerschlimmsten wird es dann nachts, wenn dann nachts diese Hitze immer noch sich im Schlafzimmer über alles legt und man da irgendwie so mit allen Vieren von sich gestreckt liegt und denkt, bitte Gott, lass mich schlafen. Und es ist einfach alles so warm und eklig und unangenehm und das mag ich überhaupt nicht. Die zweite Sache sind die ganzen Insekten. Es kommen im Frühling und im Sommer so viele Viecher raus, da bin ich absolut kein Fan von. Ich habe schon wieder 6 Mückenstiche an meinem Körper. Es sind überall irgendwelche komischen, unidentifizierbaren Dinger, die so rumfliegen, die plötzlich in der Wohnung sind. Man muss immer aufpassen mit Licht anlassen und Fenster auf wegen Lüften und dann muss man das Licht aber wieder ausmachen, weil sonst kommen ja alle Viecher rein. Oder du lässt das Licht an, weil du halt auch was machen willst und machst dann aber die Tür zu und erstickst halb. Und es ist einfach so Natur im Haus, wo ich sie nicht haben möchte. Eine dritte Sache, die mich am Sommer stört, und das ist jetzt, glaube ich, eine relativ persönliche Sache. Ich bin nicht so der Fan von den Klamotten im Sommer. So kurzärmelige Oberteile habe ich null Probleme mit. Die trage ich das ganze Jahr über, die mag ich gerne. Aber ich mag es voll nicht, kurze Hosen oder sowas anzuhaben. Wenn, dann muss ich eine Strumpfhose anziehen. Ich fühle mich sonst irgendwie einfach unwohl. Ich mag dieses Gefühl einfach nicht. Ich liebe zum Beispiel auch Socken. Ich mag es sehr gerne, Socken in meinen Schuhen anzuhaben. Und wenn ich dann ohne Socken in Schuhen unterwegs bin, irgendwie in Sandalen oder so, also diese Tommy Hilfiger Flipflops, die gehen noch, aber sonst, ich weiß nicht. Ich meine, ich kann mit leben, aber ich fühle mich halt nicht so wohl, wie wenn ich im Herbst und im Winter einfach meine Winterklamotten anziehen kann, weil die liebe ich total und da gehe ich total gerne einkaufen für. Und wenn es mit Sommerklamotten losgeht, dann denke ich immer so, oh, jetzt muss ich bestimmt ja irgendwie kurze Sachen holen und bin da irgendwie total unmotiviert. Das war jetzt, glaube ich, Sache Nummer 3, wenn ich mich nicht irre. Sache Nummer 4, die mich ziemlich nervt, ist, dass bei diesem Wetter immer kommt, oh, die Sonne scheint, das Wetter ist so toll, geh doch mal nach draußen. Und das hat mich besonders als Kind gestört, weil ich bin einfach ein Stubenhocker. Ich bin gerne drin. Ich mag Dinge, die drinnen stattfinden und nicht so sehr draußen Sachen. Ich bin zwar hin und wieder auch gerne mal draußen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann bin ich lieber eine Woche lang am Stück in der Wohnung als eine Woche lang am Stück außerhalb der Wohnung. Und irgendwie dieses Gefühl, dass man jetzt raus muss und irgendwie gar nicht die Wahl hat, drin zu bleiben und irgendwie so dazu gezwungen wird vom Druck der Gesellschaft oder so, jetzt nach draußen zu gehen. Und nicht nur das, man muss halt auch gute Laune haben, weil es ist ja Sommer und man muss die Sonne lieben. Und irgendwie, finde ich, entsteht da so ein Druck, dass man das jetzt gut finden muss und machen muss, was alle anderen machen. Und wenn man sich im Sommer einfach unwohl fühlt, dann wird man sofort irgendwie doof angeguckt. Und dann heißt es so, aber der Sommer, der ist doch total toll. Wieso willst denn du, dass es jetzt schon wieder Herbst ist? Und es wird nicht als eine gleichwertige Meinung akzeptiert, dass man den Sommer halt nicht so gut finden kann, und das nervt mich total. Und eine letzte Sache, die ich am Sommer nicht so gerne mag, sind einfach diese Menschenmassen, die sich im Sommer
überall draußen befinden. Egal, wo man hingeht, es ist immer voll. Besonders natürlich da, wo man sich mal eine Abkühlung holen möchte. Vielleicht an der Eisdiele oder im Schwimmbad oder so. Ich bin generell nicht der größte Fan vom Schwimmen. Aber egal, wo man hingeht, es ist irgendwie immer voll. Es sind immer Leute unterwegs. Dann, ich weiß nicht, wenn man dann im Urlaub irgendwo ist, dann sind die Leute nicht nur so unterwegs, sondern auch noch irgendwie halbnackt unterwegs, weil sie alle in ihren Bikinis da rumrennen. Und man sieht Dinge, die man irgendwie nicht sehen möchte. Und ach, ich weiß nicht, das ist mir alles zu laut und zu voll. Ich bin halt eher so ein introvertierter Mensch und ich mag es gerne, wenn ich für mich alleine bin. Und ich gehe zum Beispiel unfassbar gerne spazieren, aber ich mag es nicht, wenn mir dabei Leute entgegenkommen. Und im Sommer sind halt einfach alle draußen und es sind alle Leute unterwegs. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Nur mir persönlich ist das dann irgendwie immer zu viel. Ich mag das dann nicht so gerne, ich vermeide das dann eher. Und das ist dann halt so eine Sache, wenn es warm wird, dann weiß ich sofort, in der Stadt ist jetzt die Hölle los und da muss man da in seinen kurzen Klamotten, in denen man sich eh schon unwohl fühlt, sich noch in diese schwitzige, riesige Masse an Menschen begeben, die dann an einem kleben bleiben, wenn man irgendwie an der Kasse irgendwie so vorbei muss, und das ist alles nichts für mich. So, jetzt habe ich hier genug rumgelästert und gemeckert und gejammert. Ihr merkt schon, ich bin einfach nicht so der Sommerfan, aber ich habe ja auch versucht, irgendwie positive Dinge am Sommer für mich zu entdecken, weil es ist ja nicht alles schlecht, man kann immer was Positives finden. Und deswegen versuche ich jetzt hier mal auf meine Top 5 positiven Dinge am Sommer zu kommen. Das allererste ist so eine Sache, die ist gar nicht so richtig greifbar für mich. Ich weiß auch nicht, ob das jeder hat, aber bei mir persönlich ist es so, dass wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen und man so merkt, es wird Frühling, es wird wärmer, wir gehen auf den Sommer zu, dann habe ich sofort das Gefühl, als würde irgendwas Gutes passieren. Und das liegt, glaube ich, daran, dass bisher in meinem Leben diese großen Sachen oder irgendwie Sachen, auf die ich mich gefreut habe, immer im Sommer passiert sind. Es war immer so, klar, in der Schulzeit, ne, bald sind Sommerferien, jetzt ist wieder ein Jahr geschafft und man wusste, man muss jetzt 6 Wochen lang überhaupt nichts machen. Man ist in Urlaub gefahren, es waren immer Sachen, auf die hat man sich irgendwie gefreut. Auch so Sachen wie sein Abitur gemacht, zur Uni gehen, als ich mein Auslandsjahr gemacht habe. Ich bin im Sommer sowohl hingeflogen als auch wieder zurückgekommen. Das waren alles so große Momente, die alle im Sommer stattgefunden haben. Und da hat man dann ja so eine Vorfreude oder irgendwie so, und dann hat sich dieses Gefühl einfach bei mir so eingeschlichen, dass jedes Mal, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, selbst wenn überhaupt nichts ansteht, habe ich trotzdem das Gefühl, irgendwas Positives wird bald passieren. Eine andere Sache, die ich ganz positiv am Sommer finde, ist, dass, wenn ich halt in der Sonne bin, die ich ja eigentlich vermeide, aber wenn ich dann mal in der Sonne bin und mich sonne und dann ein bisschen Bräune bekomme, dann werde ich von Leuten nicht mehr als "du siehst ja wie tot aus" bezeichnet. Das passiert mir nämlich sonst immer, den Rest des Jahres. Und im Sommer bleibt mir das erspart, weil ich halt ein kleines bisschen Bräune bekomme, nicht zu viel, weil ich bin ja jetzt nicht so viel in der Sonne. Aber da muss ich mir halt nicht anhören, dass ich aussehe wie eine Leiche, und das finde ich ganz gut. Ich bin ein Fan von Essen und Trinken und neue Rezepte ausprobieren, und im Sommer hat man einfach einen total anderen Appetit und Geschmack als im Winter. Denn wenn es so warm ist, zumindest ist es bei mir so, habe ich keine Lust auf so riesige Portionen und so schwer im Magen liegendes Essen und fettiges und warmes Essen an sich eigentlich. Sondern ich möchte halt eher so frische Sachen und irgendwie mit hohem Wassergehalt, zum Beispiel, weiß ich nicht, Wassermelone oder sowas. Oder Erdbeeren oder irgendwas, was so richtig frisch ist und was einen irgendwie so von innen heraus erfrischt, wenn es so heiß draußen ist. Das muss jetzt auch nicht unbedingt Eis sein, das ist mir manchmal dann auch irgendwie zu klebrig. Das können dann irgendwie, ich weiß nicht, so ein richtig geiles, kaltes Glas Wasser mit Eiswürfeln drin und ein bisschen Zitrone und Minze. Und wenn man das dann irgendwie so, wenn man in der Sonne liegt und das dann gerade trinkt, und das ist einfach so richtig schön erfrischend. Und das sind halt Dinge, die trinke oder esse ich jetzt nicht das ganze Jahr über. Und darauf freue ich mich dann immer, wenn Sommer ist, weil ich dann immer denke, jetzt kann ich mir wieder so einen richtig super Salat machen oder so. Ich hatte diese Woche schon 4-mal denselben Salat und ich habe immer noch Hunger drauf. Wir machen den heute nochmal, weil es ist halt einfach so richtig schön erfrischend. Und das sind so Sachen, an Weihnachten muss ich die jetzt nicht unbedingt essen, aber im Sommer habe ich da richtig Bock drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das meine dritte oder vierte Sache war. Ich glaube, es war meine dritte Sache. Also mache ich mal mit Nummer 4 weiter. Und so sehr ich den Sommer auch nicht mag, so sehr mögen es irgendwie die Menschen um mich rum gefühlt. Und ich mag das dann total gerne, wenn irgendwie alle so richtig gut drauf sind und alle sind so ein bisschen entspannter drauf. Sachen werden irgendwie nicht so ernst genommen. Ich habe das Gefühl, man hört weniger, dass Leute sich irgendwie zoffen oder so. Es ist alles irgendwie ein bisschen entspannter. Und das finde ich dann irgendwie ganz angenehm, dass ich davon profitieren kann, dass andere Leute den Sommer ganz gerne mögen. Und eine letzte Sache, mir sind tatsächlich 5 Sachen eingefallen, sind Sommerabende. Also tagsüber quält man sich dann irgendwie immer so durch diese Hitze, aber wenn es dann abends wird und
es ist dann noch nicht so richtig dunkel, weil es halt relativ lange hell bleibt und die Luft wird angenehmer und man kann draußen sitzen und irgendwie ein kühles Bier trinken und was Leckeres essen und es sind Kerzen an und es ist einfach so eine richtig, so eine schöne Stimmung irgendwie und man kann einfach entspannen und den Tag ausklingen lassen. Das mag ich total gerne. Und besonders geil ist es dann noch, wenn es dann nachts oder abends irgendwie so richtig anfängt zu regnen und so ein richtiges Gewitter. Meine Eltern, die haben in ihrem Garten über der Terrasse so ein Glasdach. Und da sitzen wir dann, oder saßen wir, als ich dann auch noch gewohnt habe, saß ich mit denen da draußen, saßen wir dann halt ganz oft irgendwie draußen und haben abends noch lange geredet und halt was gegessen, getrunken und Kerzen standen da. Und wenn man dann da saß und es hat angefangen zu regnen, dann konnten wir da halt einfach sitzen bleiben, weil es war ja überdacht. Und man hatte so diese frische Luft von dem Regen und es roch so gut und es war aber trotzdem noch angenehm warm und es war einfach so richtig, richtig cool. Und das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wieso ich es als fünftes gesagt habe, weil das ist eigentlich einer meiner wirklich absoluten Favoriten am Sommer. Das war's. Das waren meine Top 5 Gründe, wieso ich den Sommer nicht mag und wieso ich ihn mag. Und wie ich mittlerweile herausgefunden habe, bin ich nicht die Einzige, die nicht der allergrößte Fan vom Sommer ist. Von daher gehe ich jetzt mal sehr stark davon aus, dass mindestens eine Person heute zugucken wird, die auch nicht so der Sommerfan ist. Und ich dachte mir, vielleicht können wir uns da so ein bisschen verbrüdern, dass es halt auch Leute gibt, die nicht so Sommerfans sind, im Gegensatz zu den meisten anderen gefühlt auf dieser Welt, die Sommer lieben. Falls ihr auch den Sommer nicht so gerne mögt, aber trotzdem noch positive Punkte daran habt, dann könnt ihr mir das bitte gerne in den Kommentaren dalassen, weil ich brauche immer was an so heißen Tagen, was mich daran erinnert, wieso das jetzt eigentlich ganz toll ist, dass es so heiß ist. Ja, und wie gesagt, ich dachte, das wäre eigentlich ein passendes Thema bei dieser Hitze, die im Moment hier über Deutschland rollt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!